Am 22. März bis zum 28. März fand ein deutsch-weißrussisches Seminar statt zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ein Thema war, wie Bildung Spaß machen kann und ab wann sie nachhaltig ist. Und es gab noch viele weitere spannende Themen. 7 Umweltaktivistinnen aus Weißrussland haben teilgenommen. Jetzt hören Sie Kate Sposa. Im Moment vertrete ich mehrere Organisationen und Institutionen. Das ist so in meinem Leben. Eigentlich habe ich angefangen mit NGO, belarussischen ökologischen NGO Eco Home arbeiten. Es war sehr spannend, als ich mit meinen Kollegen eine Art Initiative gegründet hatte, Umweltwerkstätten für Kinder. Und wir hatten geplant, also eine Art Werkstätten zu bilden, wo Kinder zusammen mit den Eltern verschiedene Sachen machen, wie ihren Alltag so nachhaltiger zu machen. Also zusammen, damit es spannend war, damit es interessant war, damit die Eltern auch verstehen, was ist Recycling, was ist Naturerlebnis und so weiter. Make this composition, but also make this the photo, sorry. And this is a photo of a process. Im Seminar befassten sie sich auch, was die besten Projekte zum Thema sind, die man in Hannover machen kann. Und jetzt hören sie die Vola Stulis. Yes, I come from Szczucin. It's a small town in Grodno region in Belarus. And I teach at Szczucin State Gymnasium. The gymnasium is not very big. There are about 300 pupils studying there. And I am the representative of the school. Our school is a kind of a resource center, a regional resource center for the whole region in terms of ecological education and education for sustainable development. We are running a lot of projects that are concerned with sustainable development. We have got some energy saving classrooms in our school, and we made some research and found out that it really works, and we save a lot of energy with the help of these classrooms. We highlight all the events that happen in our school in our local newspaper, that is with the solar battery, little battery. I used to have such a calculator 10 years ago, maybe. Und jetzt hören Sie noch mal was von Kate Sposa. Das hatte also eigentlich angefangen mit dem Projekt Schulagenda 21. Das war anstatt lokale Agenten 21. Und jetzt sind die Schulen bei uns so eine Art Zentren und Vermittler für die Bildung nachhaltige Entwicklung in den Regionen. Und sie arbeiten zusammen mit den lokalen Behörden, denn die lokalen Behörden loyaler, ja, kann man so sagen, loyaler zu den Schulen sind als zu den NGOs. So ist die Situation bei uns in Belarus. Und sie können also die Projekte und Aktivitäten anfangen, wo die lokalen Behörden teilnehmen, die Schulen, also die Lehrer und die Schüler und Eltern und lokale Gemeinschaften. Und diese Projekte, wie zum Beispiel Geschichtsmuseum in einem ganz kleinen Dorf Sitovo. Dieses Museum wurde dank den Schülern und dank den Senioren von diesem Dorf gegründet. Und im Laufe der Arbeit, es wurden neue Arbeitsplätze im Dorf gemacht, was auch sehr nachhaltig ist, glaube ich, und also Ökotourismus entwickelt. In einem ganz kleinen Dorf, wo es nicht mehr als 2000 Menschen geblieben sind. Die anderen Projekte, die die Schulen in, nicht in der Region, sondern in größeren Städten machen, sind mit der Recycling, mit Fahrradbewegung verbunden. Und jetzt hören Sie zum Schluss nochmal Vola Stulis. Say that our pupils are very motivated.
It's our teachers that sometimes lack time to find to work with them on these projects, but pupils are actually eagerly involved in the projects. They are interested most of all is the project Adobe Youth Voices. We create, pupils create movies in which they highlight their interest to the problems of energy saving and saving our planet. They create the movies and we were quite successful in participating. Our one of our videos, Easy Steps to Follow, was the winner of the contest of such videos in Minsk, and pupils got their prizes for the video, and they really enjoy doing such things. They are very creative. I think that pupils in our gymnasium are very creative and hardworking. When I say that their movie is going to be shown somewhere not in Belarus, they will be happy, I think. Wir werden Bildungsprojekte besuchen und bekommen einen Einblick in deren pädagogische Praxis, was passiert in Weißrussland und wie ist die Situation der NGOs in dem Land, das vielfach als letzte Diktatur in Europa bezeichnet wird. Wir werden ein gemeinsames Seminar mit jungen weißrussischen Umwelt-Bildungsaktivisten durchführen.